So, hallo und herzlich willkommen zur Übertragung des dritten Laufs der KPR GT3 Endurance Serie. Und ich muss euch schon von vorneweg sagen, heute ist dieses Replay leider auch wieder ja eine mittlere Katastrophe, denn es ist wie im letzten Lauf, dass hier tatsächlich es wieder der Fall ist, dass die Lackierungen nicht zu den Fahrern passen. Zudem kommen noch einige andere Probleme hier heute. Ja. Mit insgesamt mit der Darstellung des Fahrerfeldes. Ich werde dann direkt jetzt vorm Start nochmal drauf eingehen und werde euch jetzt schon mal sagen, dass es leider dieses Replay wieder ein absoluter Totalschaden ist. Ich werde das Ganze versuchen jetzt aufzuarbeiten und ja, werde dazu auch gleich noch mehr erzählen. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal schon sagen, wir haben hier MB auf der Pole Position stehen. Doch das ist leider im Rennen nicht so gewesen, denn KPR Driver hat die Pole Position gefahren, wird jetzt anscheinend aber in dem Design von MB angezeigt, also mit der Startnummer 18. Hier gab es also einen Wechsel. Das Spiel stellt diesen Wagen jetzt also ganz anders dar als im Rennen. Und das Gleiche geht dann auf der zweiten Position weiter. Auf der zweiten Position qualifiziert hat sich MB und der fährt eigentlich den Wagen, den wir auf der Pole sehen, ist hier jetzt aber angezeigt mit einem McLaren MP412C GT3 mit der Startnummer 60 und dann geht's weiter. Eigentlich kommt dann noch der dritte Platz, der allerdings überhaupt nicht belegt ist in dieser Startaufstellung. Mal ganz kurz mein Tablet anschmeißen hier. Und zwar müsste da nämlich eigentlich Alopecia areata sein, der uns hier allerdings viel weiter hinten angezeigt wird und in einer Position eines anderen Fahrers. Also Alopecia areata wird uns leider nicht angezeigt. Auf der vierten Position Schmitz Passauf hat sich hier also für den vierten Platz qualifiziert. Ein Mann, der das erste Mal hier in dieser Langstreckenserie dabei ist, unter den Fahrern aber ein bekannter Mann und hat sich hier wirklich mit dem Z4 GT3 gut aufgestellt für dieses Rennen. Ja, KPR Taxi ist dann hier auf der Nummer 5. Da wäre eigentlich Pierisch gewesen. Der ist allerdings kurz vorm Start disconnected leider. Das gleiche gilt auch für KPR Taxi. Also das Fahrzeug, was wir hier sehen, ja, ist eigentlich auch gar nicht im Rennen gewesen. Darüber hinaus muss ich noch dazu sagen, dass das Auto jetzt, wenn das Rennen gleich startet, auch nicht in Bewegung setzt, sondern am Start stehen bleibt. Hier kann ich also auch leider gar nichts zu sagen, wer das jetzt war oder nicht. Es ist wirklich schwierig, teilweise diese komische Bug, der jetzt schon im letzten Lauf war, hier also wieder. So, weiter geht es dann. Ja, hier hinten mit dem McLaren von Adrenalin Serb eigentlich. Der ist mitten in dem Audi von KPR Driver. Also es ist wirklich seltsam. Hier sitzen hier schon zwei Autos auf einem Startplatz. Und ich kann auch schon gleich sagen, der McLaren mit der 1 wird im Rennen auch nicht angezeigt und wird stehen bleiben. Also auch das wieder sehr ärgerlich. Die Nummer 3, also der Audi, der dann gleich losfahren wird, müsste dann der Startaufstellung, den Qualifying entsprechend, dann allerdings Adrenalinsirb sein. Das heißt, Adrenalinsirb fährt nicht in seinem roten McLaren, sondern in dem schwarz-neongrünen Audi. Alles verwirrend, ich weiß. So ist das leider gerade, aber ich musste das hier mal aufklären, damit ihr mal Bescheid wisst, worum es hier eigentlich geht. Dahinter, das ist dann AX 86 NO1, das passt. Das Replay stammt auch von ihm, also von mir. Und dahinter ist jetzt zum Beispiel der Wagen von Alopecia areata angezeigt, die 62. Das stimmt aber so auch nicht, denn dahinter war Fong 74, der auch einen gelben Audi fährt, was nochmals für Verwirrung sorgt hier. Das ist nämlich eigentlich der Wagen von Fong. Und nämlich Motorsport Driver wäre eigentlich noch davor gewesen. Aber da die 62 auch nicht losfahren wird und gleich stehen bleiben wird, wenn das Rennen startet, ist es dann auch nicht mehr so ganz klar, ob das dann das Auto ist oder der andere rote McLaren, der ganz hinten startet, den wir gleich sehen werden. Hier die 59 Slugs Machine zumindest ist wirklich weit hinten gestartet. Aber auch dieses Auto wird uns im Rennen gleich leider nicht angezeigt. Es bleibt stehen, wenn wir starten. Also das ist alles hier wirklich ein Trauerspiel heute wieder.
Ja, hier sehen wir auch wieder zwei ineinander steckende Autos. Das ist der McLaren von Motorsport Driver, der tatsächlich hier hinten irgendwo auf der Position war. Und ja, das müsste eigentlich ungefähr hinkommen. Steckt in Heißelrotz fest. Ja, also ich weiß nicht so genau, das Ganze wird schwierig. Ich werde jetzt erstmal das Rennen, den Start kommentieren. Und dann noch mal ein bisschen auf die ganzen Thematik eingehen und dann wahrscheinlich heute mal einen kleinen Zusammenschnitt machen, denn so viel Sinn macht das jetzt aktuell wirklich nicht, wenn wirklich alles falsch eingestellt wird und auch nur die Hälfte des Feldes überhaupt ins Rennen geht. So, das erstmal schon mal dazu. Es ist schon ziemlich, ziemlich tragisch, finde ich. Wir starten jetzt in die Einführungsrunde, wie gesagt, den Start und alles kommentiere ich erstmal und dann sehen wir mal, wie das jetzt hier weiterläuft. Schon seit Monza diese Probleme gehabt. Wir sehen auch, hier bleiben schon die ersten Fahrer alle stehen. Vier Fahrer, fünf, sechs Fahrer bleiben einfach stehen und werden im ganzen Rennen auch dort stehen bleiben und nicht angezeigt werden. Das ist also wirklich die Bedingungen hier heute wirklich katastrophal. So, ich gehe natürlich jetzt mal nach vorne zum Führenden. Hier werden wir immer wieder drinne hängen bleiben beim Durchschalten, weil man das leider auch nicht anders einstellen kann. So, sind wir jetzt sind wir hier auf KPR Driver. Wie gesagt, nicht täuschen lassen, das ist eigentlich das Design von MB, aber im Spiel wird es jetzt aktuell so angezeigt. Deswegen gehen wir davon jetzt einfach mal aus, das ist also Driver, der jetzt vor MB fährt, der orange McLaren, also eigentlich das Auto von dem Audi-Fahrer MB. Dahinter ist jetzt von ganz weit hinten eigentlich nach vorne gefahren, der andere Audi von Adrenalinsäure, was eigentlich auch schon nicht mehr stimmen kann. Denn der war ja eigentlich in der Startaufstellung viel weiter hinten und würde sich so eigentlich, ja, sozusagen nicht der Reihenfolge angepasst haben. Es sei denn, der Computer berechnet dazwischen irgendwo jemanden, der eigentlich an der Startlinie steht. Das würde auch bedeuten, warum denn der Adrenalinsop so einen Abstand hätte zu der Gruppe, denn es ist die Einführungsrunde. Wir werden gleich mal sehen, wie es laufen wird, wenn die jetzt an Startziel ankommen. Da müssen sie nämlich eigentlich nah beieinander fahren. Wenn sie es nicht tun, wird es wahrscheinlich so sein, dass irgendwo dazwischen jemand anders angezeigt wird, der eben aber nicht visuell dargestellt wird. Ja. Ich muss dazu sagen, das Ganze war ja im letzten Lauf in Monza auch schon ähnlich. Und so, denn das Ganze ist echt schwierig, muss ich sagen, da den Überblick zu behalten. Diesen Bug gibt es wohl schon länger. Mir ist er das erste Mal tatsächlich untergekommen. Aber dazu erzähle ich gleich noch mehr. Erst schauen wir uns mal den Start hier an. So, das sieht sehr ungeordnet aus und das wird wahrscheinlich so sein, wie ich es eben schon angedeutet habe, dass dazwischen jetzt irgendwo die unsichtbaren Autos sind. Mann, das ist wirklich ein Riesenbug hier im Moment. Der fliegende Start auf jeden Fall geht jetzt los. KPR Driver kann hier gutes Tempo vorlegen, hat den fliegenden Start gut erwischt. MB da hinten schon ein bisschen weit raus, also der Start lief hier in diesem Rennen wieder ohne Probleme. So, dahinter ist auch alles gut über die Bühne gegangen, alle Fahrer sind wirklich gut durch die Kurven gekommen. Und somit kann ich sagen, der Start hier also gut gelaufen, wie schon in Monza. Man muss sagen, die Truppe ist hier wirklich höchst professionell unterwegs. Das gesamte Fahrerfeld schon in Monza hat das, wo es wirklich sehr, sehr eng ist in der ersten Kurve und in der ersten Schikane hat es super geklappt. Keine Berührungen oder so oder keine Crashs, alles sauber vonstatten gegangen. Insgesamt das Niveau im Feld auch wirklich sehr, sehr gut. Sehr auf sehr hohem Niveau, die Fahrer super schnell. Und so geht es schon hier in diesem dritten Grand Prix mittlerweile, dieser 12-läufigen Endurance-Ausdauermeisterschaft. Die BMW ist hier auf dieser Strecke wieder etwas besser in Form. Die Kurven und die schnellen aerodynamischen Kurven kommen dem Wagen gut entgegen.
Und man sieht vor allem auch an Schmitz, pass auf, der ja vorne mit dem roten BMW lange Zeit gefahren ist, der uns leider nicht angezeigt wird, dass wirklich auch hier die BMWs eine leichte Außenseiterchance hatten. Aber an die McLaren und Audi kommt im Moment wirklich niemand dran. So, Motorsport Driver hatte auch einige Probleme im Rennen und im Qualifying und ist nur relativ weit hinten gelandet. Die anderen Rennen zuvor war er oft weiter vorne unterwegs, vor allem im ersten Rennen als Zweiter ins Ziel gekommen. Im zweiten Rennen in Monza dann auch etwas weiter nach hinten gerutscht. Hier jetzt in Silverstone aktuell eher weiter hinten unterwegs. So, das ist MB, der auf Jagd nach KPR Driver ist. Vorne im Moment also schön eng. So richtig absetzen kann sich Driver hier im Moment noch nicht. Und im Rennen ist übrigens auch noch Regen angesagt. Also sind auf jeden Fall sehr gute Ausgangspositionen für so ein Rennen. Auf jeden Fall ist dieses Rennen auch super spannend gewesen im Rennen. Das kann ich schon mal sagen. So, und hier sind wir leider wieder im Pulk der ganzen Fahrer, die einfach nicht angezeigt werden. Traurig aber war, und jetzt sind wir schon wieder auf 1. Ja, ich möchte nur mal kurz darauf zurückkommen. In Monza war es ja auch der Fall, und natürlich kam das nicht gut an bei den Fahrern, bei den Zuschauern, aber ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich wollte eigentlich Stellung dazu nehmen, noch mal im nächsten Magazin, aber da das jetzt hier ja auch wieder so ziemlich verkorkst ist, werde ich das hier einfach schon mal machen. Also ich kann mich wie gesagt nur dafür entschuldigen. Ich habe dadurch auch einige Situationen im letzten Lauf in Monza falsch dargestellt, denn es waren tatsächlich noch mehr Fahrer, die tatsächlich im falschen Design unterwegs waren. So waren zum Beispiel viele, viele Dreher dabei von KPR Fong, wie ich das zum Beispiel kommentiert habe, der allerdings überhaupt gar nicht in diesem Auto saß. Den habe ich dann also dadurch fälschlicherweise beschuldigt, dort Dreher gehabt zu haben. Das ist natürlich nicht richtig. Aber in diesem Moment hatte ich leider keine andere Perspektive auf das Ganze. Ich dachte es tatsächlich, dass es so war, weil mir war auch nicht bewusst, dass tatsächlich die Startreihenfolge immer noch stimmen soll, trotz dessen, dass die Fahrer andere Designs haben. So, das erstmal dazu. Ja, allerdings muss ich auch wirklich dazu sagen, es ist einfach schwierig und da möchte ich auch nochmal alle darum bitten, ein bisschen Nachsicht zu haben. Es ist schon so, ohne irgendwelche jeglichen Daten zu haben, schwierig ein Project Cars Rennen zu kommentieren. Man hat nicht mal eine Namenseinblendung, das würde das Ganze ja deutlich vereinfachen. Das gibt es hier alles nicht. Es gibt eben nur diese Startnummern und wir haben uns das Konzept ausgedacht, dass jeder Fahrer sein eigenes Design fährt und es ist dann eben ja, anhand dieser Startnummer und des Designs eben identifizierbar ist. Ja, Pustekuchen, auch darauf kann man sich hier nicht verlassen. Ja, und wenn dann eben dann auch noch die Autos und auf der Startaufstellung ineinander stehen, dann weiß man auch nicht mehr, wer jetzt wirklich an welcher Stelle steht und wer welcher Fahrer ist. Klar, da kann man natürlich schreiben, ja, du musst die Position angucken und vergleichen mit der Qualifikationsliste, aber ihr habt gerade gesehen, das habe ich getan, aber man kommt einfach nicht genau da drauf, wer jetzt wo fährt. Ist aktuell in dieser Situation, gerade in diesem Rennen hier, leider nicht machbar. Ganz einfach technisch ist das absolut ein Fehlschlag hier heute. Und wie gesagt, ich werde das Ganze zusammenfassen, denn es macht so im Moment absolut keinen Sinn, dieses Rennen zu kommentieren, denn es ist ganz, ganz anders gelaufen, als es hier dargestellt wird. Es war ein super Rennen hier und von ganz hinten übrigens noch gestartet Slugs Machine, das muss ich erwähnen. Ist auch im Qualifikationsrennen ist er disconnected und konnte dann aber zum Glück nochmal zum Rennen reinstarten, ist ins Warm-up gekommen und konnte dann also auch am Rennen teilnehmen und ist dann von ganz hinten gestartet. Da er jetzt leider nicht angezeigt wird, möchte ich das aber hier nochmal
sozusagen aufarbeiten und hat wirklich eine grandiose Aufholjagd gestartet und ist dann eben tatsächlich von ganz hinten durchs ganze Feld gekommen und ja, hat letztendlich dann in der letzten Rennen, im letzten Renndrittel um den Sieg mitgekämpft. Ob er es geschafft hat, erzähle ich euch am Ende des Videos. Ja, ansonsten gab es wirklich auch schöne Kämpfe auf den hinteren Positionen. Wolf hat einmal einen falschen Boxenstopp leider gemacht und die falschen Reifen bekommen und ist dadurch etwas weiter zurückgefallen. Eike konnte sich hier in diesem Rennen etwas besser schlagen mit seinem BMW. Adrenalin Serb war auch lange Zeit nur im Mittelfeld unterwegs und hatte Schwierigkeiten, den Anschluss zu halten hier an den ganzen Audis, die vorne gefahren sind. Fong war wieder, wie man es von ihm kennt, sehr solide unterwegs, das ganze Rennen über auch im Mittelfeld. Und so ging das Rennen so dann vonstatten. Oh, hier haben wir gerade einen ziemlich krassen Abheber des McLarens von Adrenalin Serb gesehen. Denn das müsste jetzt das Fahrzeug tatsächlich sein, was von Adrenalin Serb gesteuert wird. Und ihr merkt schon, das ist anstrengend. Das ist anstrengend auch für die Zuschauer, wenn ihr jetzt euch reinversetzen müsst, wer das jetzt eigentlich ist, obwohl das jemand anders ist. Man kann wirklich nur hoffen, dass Project Cars, das Lightly Matt, diesen wirklich gravierenden Bug irgendwann mal behebt. Wobei man dazu sagen muss, dass es auch Schwierigkeiten im Vorfeld mit dem PlayStation Network gab. Und 2 Tage vorher war wirklich das PlayStation Network komplett down. Und ja, jetzt, und es hatten auch noch an diesem Tag einige ein bisschen Probleme mit dem PSN. So, das hier müsste jetzt Fong sein, obwohl eigentlich das Alu-Design drauf ist. Die Kamera schwenkt hier immer wieder auf diese stehenden Autos zurück. Achso, genau, weil das an der Stelle irgendwie immer die Kameraeinstellung ist. So, genau, es gab also PSN-Probleme und es waren eben auch gleich 3 Disconnects kurz vorm Rennstart, bevor das Rennen gestartet ist. Pierre ist rausgeflogen, also Pierresch, der ja eigentlich der Host war, also somit ist auch irgendwo kurz vorm Rennen dann der Host gewechselt. Ich weiß gar nicht genau, wer jetzt wirklich Host war hier in diesem Lauf. KPR Taxi ist wie gesagt geflogen gleich und Tom Catano ist ebenfalls direkt bei Rennstart disconnected. Und das war schon kein gutes Zeichen, wobei man sagen muss, dass hier in diesem Rennen wirklich alles ziemlich glatt lief. Also es gab kaum Lags, es lief sehr flüssig dann die ganze komplette Renndauer über. Was es noch ein bisschen seltsamer macht, dass hier wirklich das Replay überhaupt komplett falsch angezeigt wird. Ja, was ich noch zum Rennen sagen muss, es gab auch 3 Fahrer, die dieses Mal nicht teilgenommen haben, die immer dabei waren vorher. Und zwar ist es das Porsche-Team vom Twin Creek Racing-Team, der Guido und Barty, die eigentlich mit dem Roof GT3 immer am Start waren, beziehungsweise Barty jetzt in Lobby 2-1 aufgestiegen ist nach dem letzten Lauf. Das Team an diesem Wochenende hier in Silverstone nicht dabei gewesen. Wobei der Roof wahrscheinlich hier auch eher das Nachsehen gehabt hätte, mit dem Heckmotor hier in diesen schnellen Kurvenkombinationen sicherlich schwierig gewesen. Außerdem nicht dabei ist GT-Fan 04, der jetzt leider dadurch seinen zweiten Nuller macht in dieser Saison. In Monza leider ausgeschieden, relativ früh, und im zweiten Lauf jetzt abgesagt, weil er leider terminmäßig das nicht unter einen Hut gebracht hat. Natürlich ist auch hier dieses Mal der Silverstone-Lauf, also ziemlich früh schon nach dem letzten Lauf, nur eine Woche Zeit war dazwischen. Normalerweise sind es 2, aber dieses Mal ist der Termin leider so gefallen. Ja, Motorsport Driver, wie gesagt, hatte hier in dem Rennen einige Probleme. Und allerdings doch sauber gefahren, muss man sagen. Ich habe hinterher noch mitbekommen, dass er auch gesagt hat, dass er einige Strafen bekommen hat. Das geht hier nämlich auch schnell. Und wenn man da irgendwo mal ein bisschen aus
aufs Gras kommt oder tatsächlich auch einen Fehler macht, kann das schnell passieren, dass man da eine Strafe bekommt und das manchmal auch länger als man denkt. Denn normalerweise sind es immer so 5 Sekunden Strafen, aber wenn man dann doch zu weit rauskommt, ist man eben auch schnell mal, ja, mit 15 Sekunden dabei und das kostet schon richtig. So, KPR Driver hier jetzt nochmal in der Totalaufnahme. So, an dieser Stelle mache ich einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns gleich nochmal zu der Regenphase am Ende wieder, wo ich nochmal einiges zum Rennen erzählen werde. Also bis gleich. So, da sind wir wieder nach dem kurzen Schnitt und sind jetzt schon etwas weiter nach vorne gesprungen und sind in der Phase, wo hier tatsächlich jetzt der Regen begonnen hat. Und ja, was soll ich sagen? Es ist tatsächlich so, dass mir jetzt eben gerade nochmal, ja, sozusagen, dass mir aufgefallen ist, dass dieser Wagen hier, dieser gelbe Wagen, gar nicht der von Fong ist, sondern der von Wolf. Hat sich jetzt gerade rausgestellt, habe ich anhand einer Rennsituation erst erkannt. Und jetzt versuchen die Fahrer hier in dieser Phase natürlich zu pokern. Wie lange kann ich noch draußen bleiben mit den Slicks? Oder soll ich jetzt gleich reingehen und auf Regenreifen gehen? Auch ein Mittel der Wahl wäre Intermediate-Reifen, der im Spiel übrigens auch sehr schlecht gekennzeichnet ist. Es ist nämlich als Mittelreifen deklariert in der Box im Boxmenü. Und dann gibt es dann noch einen Medium-Reifen, da weiß man immer gar nicht, welcher ist jetzt der Intermediate. Aber der Mittelreifen ist tatsächlich der Intermediate-Reifen. Ja, und das ist hier so die Situation im Rennen, wo man sich die Frage stellt, wann gehe ich rein? Wie lange kann ich noch draußen bleiben? Ist es jetzt schon nass genug für Regenreifen oder überhitzen die? Das ist also in dieser Phase des Rennens wahrscheinlich allen durch den Kopf gegangen. Denn wenn es noch nicht nass genug ist und man auf Regenreifen rausgeht, dann gehen die natürlich von ihrer Temperatur ganz schnell in die Höhe. Und ja, dann wird es also, wie gesagt, wirklich schwierig. So, hier ein kleines, ziemlich etwas leicht übermotiviertes Manöver von Ike gegen Wolf. In dieser Phase des Rennens hatte Wolf noch den ersten Reifensatz drauf und Ike schon gewechselt und hatte daher, was den Reifen angeht, einen deutlichen Vorteil gegenüber Wolf, konnte den aber nicht wirklich umsetzen, weil Wolf hier wirklich überall sehr clever immer die Linie zugemacht hat. Ja, dann war eben diese Phase und tatsächlich haben es fast alle geschafft. 2, 3 sind zu lange draußen geblieben. Ich glaube, Motorsport Driver und Adrenalin Sepp haben mir erzählt, dass sie wohl zu lange draußen geblieben sind. Hätten eine Runde wohl früher reinkommen sollen. Das sind natürlich diese taktischen Spielchen, die hier auch nochmal die Würze reinbringen in so ein Rennen, wo es eben auch regnet. Dazu kommt noch, dass es jetzt auch langsam dunkler wird. Also wir haben jetzt gerade mal knapp die Hälfte der Renndistanz hier in dem Video gesehen. Und ja, hier ist jetzt, wie gesagt, die Situation. Erstmal der Zweikampf hier zwischen den beiden und dann eben der Regen. Die beiden bleiben noch länger draußen. Schauen wir mal, was die anderen so machen. Das ist MB, der Zweitplatzierte. Falls es denn jetzt tatsächlich so ist, denn wie gesagt, das mit dem Fong-Auto hat auch nicht gepasst, obwohl es eigentlich so von der Startaufstellung sein müsste. Es ist also irgendwo noch mehr der Wurm drin hier dieses Mal. Und hier sehen wir wieder die stehenden Autos der Fahrer, die leider nicht angezeigt werden. Dabei will ich auch nochmal Schmitz Pass auf erwähnen, der wirklich ein tolles Rennen gefahren ist, sehr weit nach vorne gekommen ist. In seinem ersten Lauf hier in der Endurance-Meisterschaft wirklich schon gezeigt hat, was aus dem BMW noch rauszuholen ist. Die anderen Fahrer, Heißelrotz und Ike und GT-Fan 04, die sind im Moment nicht in der Lage, das Auto performance-technisch auszureizen. So, wir sehen auch, die Fahrer sind jetzt langsamer unterwegs. Natürlich muss man jetzt auch seinen Fahrstil anpassen und muss etwas früher und sanfter bremsen und vor allem beim Rausbeschleunigen vorsichtiger sein. Es gibt auch die Möglichkeit, die Traktionskontrolle zuzuschalten, wenn man das möchte, denn die Fahrhilfen sind hier tatsächlich auf realistisch gestellt. Somit haben alle GT3-Autos
die Fahrhilfen, die sie auch in der Realität haben. Und dazu gehört nun mal auch die Traktionskontrolle, denn die GT3-Autos fahren tatsächlich ja mit Traktionskontrolle. Besonders gut hat es auch vor allem Slugs Machine gemacht im Regen, der dann immer noch weiter nach vorne gekommen ist und im Regen wirklich der schnellste Mann auf der Strecke war. So, hier sind wir leider wieder irgendwo hängen geblieben. Ich würde jetzt eigentlich gerne mal den Führenden ins Bild bekommen. Aber das wird uns im Moment verwehrt. Das ist er eigentlich, aber wiederum auch wieder nicht, denn das Design ist, wie gesagt, auf dem falschen Fahrzeug. Das müsste er sein. Das ist also KPR Driver, der wirklich die ganze erste Rennhälfte auf jeden Fall geführt hat und dann auch noch weit über die zweite hinaus. In diesem Regen Setting hier hat er dann allerdings doch etwas verloren an Boden gegenüber Slugs Machine, den ich hier nur imaginär erwähnen kann, weil er tatsächlich auch wieder nicht angezeigt wird. Das ist wirklich ein Desaster hier heute mit der Übertragung und ich hoffe, dass die Leute, die es jetzt sehen, ein bisschen Nachsicht haben und das jetzt Ganze nicht gleich in der Luft zerreißen. Es ist hier wirklich. Ich dachte eigentlich, dass es letztes Mal schon mehr oder weniger der Super-GAU war, aber heute ist es wirklich noch schlimmer hier mit der Wiederholung. Und es tut mir wirklich leid, Leute, dass ich das euch nicht besser präsentieren kann. Ihr wisst, die meisten wissen das wahrscheinlich, dass mir das sehr viel Spaß macht, hier mit diesen Rennen, diese Übertragungen für euch zu machen. Jetzt im ersten Lauf konnte man noch sehen, wenn es alles gut funktioniert. Läuft es auch super, aber wenn man hier tatsächlich nicht weiß, was man hier eigentlich kommentiert, dann ist es wirklich, ja, absolut verwirrend. Nicht nur für mich, sondern auch für euch. Und es ist bestimmt auch anstrengend und nicht so optimal zuzuschauen. Ja, hier sehen wir einige Überrundungsmanöver. Da geht MB ist vorbei an Wolf und Motorsport Driver. Ja, so ist es. So, in dieser Phase des Rennens war es also, wie gesagt, so wie ich es gerade erklärt habe, es war das Pokerspiel, wann komme ich rein, aber alle haben eigentlich das Richtige gemacht. Ein paar waren ein bisschen zu spät dran und alle konnten allerdings auch ganz gut in den Bedingungen fahren. Es war natürlich schwieriger, es ist sowieso schon eine anspruchsvolle Strecke und dann im Regen. Es war wirklich nicht einfach, aber diese ganzen Mischbedingungen machen auch diesen Ausdauersport, diesen Endurance-Charakter aus. Und somit wirklich cool, dass wir hier so viele verschiedene Sachen im Rennen hatten. Also die Strategie, die ist übrigens auch wichtig, weil die Strecke ist sehr reifenverschleißend, also die gehen hier ziemlich schnell runter, die Reifen. Und das ist natürlich im Zusammenhang mit der Boxenstrategie wichtig, aber auch das Wetter und alles Mögliche, was hier noch so drumherum ist. Es wird jetzt übrigens auch wieder dunkler und es geht in die Abenddämmerung, was wahrscheinlich die Asphalttemperaturen wieder runterbringen wird. Und. Also alles hier sehr, sehr schwierig. Ein sehr schmaler Grat, also auf dem man sich hier bewegt, wenn man siegreich sein will. Also hier muss alles passen. So, einige jetzt an der Box. So, das ist jetzt. Das ist Wolf, müsste Wolf sein. Und der kriegt jetzt leider die falschen Reifen drauf. Das war so ein Fehler bei ihm. Er hat leider die weichen Reifen wieder drauf gekriegt, die Slicks. Und ist quasi sozusagen einmal umsonst reingekommen. Das ist manchmal ein bisschen knifflig mit der Boxeneinstellung in Project Cars, dass man wenig Zeit hat, das einzustellen und es dann vielleicht irgendwie umspringt. Da habe ich auch schon mal ein paar Mal gehabt. Oder dass eine Seite nur gewechselt worden ist. Also ärgerlich hier für ihn. Man sieht auch schon, dass man da mit den Slicks kaum noch Kontrolle über den Wagen hat. Das ist kaum machbar hier. Ja, wenigstens haben die Autos hier den Scheibenwischer angemacht. Ein kleiner Trost. Und wir sehen, dass es auch tatsächlich dann richtig nass geworden ist nach ein paar Metern, nach ein paar Runden ist hier der Regen wirklich sehr, sehr
umfangreich auf der Strecke aufgetreten. Also dann war hier wirklich nur mit dem Heavy Wet, mit dem richtigen Regenreifen, auf der richtigen Strategie. Da hoffe ich doch, dass den auch alle sozusagen wählen konnten. Hier im Moment, ja, sehen wir, dass auch einige Probleme haben. Da kommt man dann gerne mal weiter raus. Gerade auf den Curbs außen wird es dann natürlich noch krimineller, denn es wird da umso rutschiger mit eben diesen nassen Bedingungen. MB hält sich auch gut im Rennen, macht das ganze Rennen über eine gute Figur und fährt da vorne wirklich gekonnt auf den Podiumsregionen rum. So, hier ein kleiner Dreher, das ist wahrscheinlich immer noch, genau, das ist immer noch Wolf, der in die Box versucht zurückzukommen. Mit Slicks, also wirklich ein hartes Unterfangen, das ist wie auf rohen Eiern. Hier sehen wir noch schöne Aufnahmen von den Fahrzeugen hier in den ersten Sektoren der Strecke. Und wir sehen auch, wie viel Wasser da schon hochgewirbelt wird teilweise. Es sind hier wirklich schon richtige Pfützen auf der Straße, passend zum England Grand Prix. Also hier mit Regen. Und im Hintergrund sehen wir noch das Abendrot. Also sehr schöne Rennatmosphäre hier auch gewesen an diesem Wochenende. Wie gesagt, es ist sehr, sehr schade, dass hier nicht alle Fahrer angezeigt werden. Denn es war wirklich ein super spannendes, tolles Rennen wieder hier heute. Die Meisterschaft ist wirklich... wirklich cool gelungen, muss ich jetzt schon sagen, und jeder einzelne Lauf macht wirklich riesigen Spaß. Ich kriege hin und wieder übrigens auch nochmal Nachrichten oder Kommentare, ob man mitfahren kann. Ihr könnt immer übrigens in die Videobeschreibung gucken, dort sind alle Links, die ihr braucht, wenn ihr euch anmelden wollt. Allerdings ist es im Moment so, dass die eine Lobby immer fast schon voll ist. Und wir im Moment davon absehen, vielleicht nur noch in einer Lobby zu starten, weil für die zweite einfach zu wenig Fahrer da sind. Das ist da an dieser Stelle hier eine Überrundung. An dieser Stelle ein bisschen, ja, von den Kapazitäten eben so, dass man für zwei Lobbys ein bisschen zu wenig sind und für eine reicht es jetzt eben gerade. Also ihr könnt euch aber auch jederzeit als Gaststarter anmelden bei Konsolen, beziehungsweise Konsolen- und PC-Racer. Denn die Jungs machen nicht nur Konsolen-Racing, E-Sports, sondern auch auf dem PC, unter anderem bei iRacing unterwegs. Und auch auf der Xbox gibt es da einige interessante Veranstaltungen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Den Link für die Homepage könnt ihr auch der Videobeschreibung entnehmen. Oder ihr klickt es einfach oben ein, www.konsolenracer.de. So, dann gehe ich nochmal hier meine Liste durch und schau mal, wer hier noch dabei war. Es war so Driver dabei, der wie gesagt das Rennen souverän lange geführt hat und am Ende dann noch im Kampf gegen Slugs Machine war, der von ganz hinten das ganze Feld aufgerollt hat und wirklich ein Wahnsinnsrennen hier geliefert hat. Was sich hier allerdings leider gerade, wie gesagt, aus den bekannten Gründen nicht anzeigen kann. Von 74 habe ich schon erwähnt, solides Rennen, wie immer wenig Fehler gemacht, sauber durchgekommen und ist dann letztendlich im Mittelfeld irgendwo gelandet. Das ganze Rennergebnis werde ich gleich nochmal verkünden. MB wirklich super aufgestellt hier in diesem Rennen, dieses Mal, in diesem Lauf. So, jetzt bin ich hier irgendwo wieder stecken geblieben. So. Ja, die beiden Porsche-Fahrer vom Twin Creek Racing Team, wie gesagt, leider nicht dabei, Barty und Guido, beide verhindert gewesen.
Motorsport Driver hier also auch nicht ganz bei der Musik dabei, etwas weiter hinten. Wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen. So, und an dieser Stelle mache ich nochmal einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns gleich nochmal zu den letzten Metern hier im Rennen wieder. So, da sind wir wieder zurück zu einer weiteren Rennphase, die wichtig war hier an diesem Lauf, hier an dem dritten Lauf der KPR GT3 Endurance Serie. Nämlich hört es dann irgendwann auch wieder auf zu regnen und die Fahrer mussten natürlich wieder zurückwechseln. Viele sind lange draußen geblieben auf den Regenreifen, die dann natürlich schnell überhitzt sind. Ihr seht hier zwar immer noch so ein bisschen, dass es ein bisschen runterkommt und es schon noch nass ist, auch auf der Strecke, aber jetzt ist hier wirklich die Entscheidung, was macht man? Geht man auf Intermediates oder auf Slicks? Und tatsächlich wäre hier die bessere Möglichkeit gewesen, gleich auf Slicks zu gehen. Ich weiß nicht, wer von den ganzen Fahrern eventuell auf Intermediates gegangen ist und nochmal rein musste, aber auf jeden Fall in der Situation hier im Rennen, mussten dann alle jetzt früher oder später reinkommen und zu wechseln. Hier sehen wir auch immer noch Regen auch auf der Strecke, aber wie gesagt, ist schon ziemlich abgetrocknet hier zu diesem Zeitpunkt und somit war das ein weiterer strategischer Punkt im Rennen, wo man durch gutes Timing und die richtige Position auf jeden Fall Zeit gut machen konnte. Und ja, somit waren das so die dramatologischen Punkte des Rennens. Wir sehen auch, dass es jetzt etwas dunkler wird und langsam jetzt hier die Abenddämmerung einbricht. Hier in diesen normalen Grand Prix-Läufen über 4 Stunden Zeitverlauf wird hier ja gefahren. 2 Stunden reale Zeit, 4 Stunden Zeitverlauf sozusagen. Und da kommt man dann immer in jedem Lauf abends in die Abenddämmerung und das gibt auch eine schöne Rennatmosphäre mit dazu und natürlich behindert das auch ein bisschen die Sichtverhältnisse. Hier kann auch der ein oder andere Vorteile oder Nachteile daraus ziehen. Ja, und an dieser Stelle muss ich nochmal sagen, wir müssen uns auf jeden Fall was ausdenken, wie das weiterlaufen soll, wenn diese Wiederholungen tatsächlich weiterhin immer jedes Mal falsch angezeigt werden. Ich kann euch da nur sagen, wir werden auf jeden Fall im Hintergrund daran arbeiten, eine Lösung zu finden für dieses Bug-Dilemma hier tatsächlich in den Wiederholungen. Und möglicherweise könnte da auch eine Art von Livestream in Frage kommen, denn dort kann man zumindest immer die richtige Reihenfolge sehen. Allerdings hat man dort weniger Möglichkeiten. Es ist zwar dann auch möglich, die Autos einzeln durchzuschalten, aber nicht immer unbedingt dann eben auch in die TV-Kamera zu wechseln. Die hätte man nicht, was präsentationstechnisch weniger gut wäre. Vielleicht könnte danach auch eine Kombination aus diesem Livestream und einer Highlight-Folge entstehen, eventuell, weil wenn man das Replay dann noch speichern kann, ist mir im Moment noch nicht ganz so klar, aber ich kann euch nur versichern, auf jeden Fall wird jetzt im Hintergrund bis zum nächsten Lauf, der ja in 2 Wochen stattfinden wird in Sonoma, auf jeden Fall vielleicht eine neue Variante und ein Lösungsansatz da sein. Wir werden uns dran setzen und arbeiten an dem Problem. So viel kann ich euch also versichern. Also steckt bitte, gibt der Meisterschaft hier auch in den Videos noch eine Chance. Wir wollen das, ich will das auf jeden Fall verbessern und wie auch immer das aussehen wird, es wird auf jeden Fall irgendwas passieren müssen, denn solche Rennen kann man nicht vernünftig kommentieren und ja, die machen euch dann als Zuschauern wahrscheinlich auch eher weniger Spaß. So, viele jetzt hier also auch langsam unterwegs, eventuell immer noch Fahrer jetzt dabei, die sich erstmal an den Slickreifen gewöhnen müssen und es ist ja auch immer noch ein bisschen rutschig hier, weil es noch etwas nass ist. Eventuell sind auch noch Fahrer dabei, die noch länger auf dem Regenreifen draußen sind und den noch mal ein bisschen überstrapazieren. Man kann den noch fahren, wenn es ein bisschen feucht ist. Er überhitzt dann nur sehr schnell, gerade auf der Hinterachse.
Und irgendwann verliert er dann auf jeden Fall total den Grip. Aber man kann es auch noch in einem gewissen Fenster, kann man das auch noch ausnutzen, wenn man möchte. Beziehungsweise wenn man es kann. Deswegen sieht es hier alles ein bisschen langsam aus im Moment, alle also etwas vorsichtiger unterwegs. Man will es natürlich auch nicht wegschmeißen, gerade jetzt nach schon 1,5 Stunden Fahrzeit wird man auch etwas vorsichtiger und berechnender. Und ja, dieses Mal also heute eine gekürzte Version des Rennens, nicht das komplette Rennen, weil ich es einfach nicht für sinnvoller halte, so ein Rennen mit dieser Ausgangslage vernünftig zu kommentieren. Es ist einfach nicht richtig möglich. Und deswegen dieser Zusammenschnitt heute. Und wie gesagt, ich werde mir eine Lösung ausdenken, vielleicht mit Livestream, vielleicht auch nicht. Ich muss es erstmal noch absprechen. Und dann werdet ihr beim nächsten Mal auf jeden Fall was anderes dann sehen. Ja, wie gesagt, in 14 Tagen geht es dann nach Sonoma, also der erste USA-Lauf. Zwei USA-Läufe sind dann nämlich geplant. Eine sehr hügelige, interessante Strecke, die auch wieder sehr viel Skill voraussetzt, denn es ist nicht einfach zu fahren, diese Strecke. Und somit Sonoma, der nächste Lauf, also wieder eine ziemliche Herausforderung. Ja, somit werde ich das Rennen jetzt auch langsam schon kommentatorisch beenden sozusagen. Ich werde euch jetzt nochmal, da ja eh alles falsch angezeigt wird hier heute, werde ich euch jetzt nochmal das Endergebnis hier mitteilen. Und zwar ist es so, dass tatsächlich Slugs Machine, wie ich schon erwähnt habe, von ganz hinten gestartet ist und sich bis nach vorne vorgearbeitet hat und den ersten Platz hier im dritten Lauf der Endurance-Serie für sich entscheiden konnte. Also Rennsieg für Slugs Machine, der ja auch schon in den vorherigen Läufen extrem schnell war, aber immer irgendwie Pech hatte. Auf der zweiten Position ist KPR Driver, der es diesmal geschafft hat, das Auto ins Ziel zu bringen, vorher leider zwei Ausfälle gehabt. Guter zweiter Platz, lange Zeit hat er geführt und konnte das dann letztendlich aber im Regen leider nicht mehr dem Slugs Machine entgegensetzen. MB 0303 1990 auf der dritten Position, dessen Wagen wir hier immer schon die ganze Zeit sehen. Also ein toller dritter Platz, er auch immer weit vorne mit dabei, sehr solide, sammelt da immer fleißig Punkte. Und das schon seit dem ersten Lauf. Auf der 4 Adrenalin Serp, der ja über die ganzen Rennen immer auch solide dabei war, auch schon einen Rennsieg verbuchen konnte, also ist erst auf der 4 gelandet. Schmitz, pass auf der fünften Position ins Ziel gekommen. Er wurde uns leider nicht angezeigt, aber bisher das beste Ergebnis für einen BMW Z4 in der Endurance-Serie. Alopecia Areata auf der sechsten Position ins Ziel gekommen. Er auch immer schon gut dabei gewesen, wenn er im Rennen war. Konnte hier jetzt also auch eine gute Platzierung im Mittelfeld erzielen. Motorsport Driver ist auf der siebten Position gelandet, konnte sich nochmal im Schlusssport ein wenig fangen, hatte wie gesagt einige Probleme mit den Reifen und mit dem Wetter. Fong heute mal nur auf der 8 gelandet, aber trotzdem solide Leistung ohne große Fehler. War zumindest keine ersichtlich. Im Rennen in der Wiederholung konnten wir ihn ja leider nicht sehen. Oder vielleicht doch. Man weiß es nicht so genau. Ike 86 ist auf der 9 ins Ziel gekommen. Für ihn ein etwas besserer Lauf, aber man sieht immer noch, dass er nicht in der Lage ist, die Performance der vorne fahrenden Fahrer zu gehen. Wolf nach einem Boxenproblem und Strategieproblem auf der 10 gelandet und auf der 11. Position ist Heißelrotz ins Ziel gekommen. Auch den haben wir leider nicht im Bild gehabt. Ja, so, das war's also erstmal mit der Übertragung vom dritten Lauf. Da dieser Lauf jetzt so keine richtige Übertragung ist wie sonst,
werde ich das Video wahrscheinlich schon vorher veröffentlichen, jetzt vielleicht am Mittwoch oder so, dass ihr euch nicht so aufs Wochenende auf den Lauf freut, für diejenigen, die die Videos so gerne verfolgen und ihr dann nicht enttäuscht werdet. Deswegen kommt es jetzt schon auch unter einem anders leicht angepassten Namen. So, das war's also erstmal zu diesem dritten Lauf. Danke fürs Zuschauen. Seid mir bitte nicht böse, es geht einfach hier nicht vernünftig heute. Und ja, bis zum nächsten Lauf. Dort wird es dann bestimmt irgendwelche Änderungen geben, dass wir das hier wieder vernünftig präsentieren können.